In Mekka schlägt die größte Turmuhr der Welt. Die Spezialisten, die sie gebaut haben, sitzen im Schwarzwald. Seit 5 Generationen. Weil das Thema Zeit ein öffentlicher Bedarf ist, wo der Staat dafür zuständig ist, dass auch der Bevölkerung die Zeit zur Verfügung gestellt wird in Form von öffentlichen Uhren. Rathäuser, Schulen und Kirchen schmücken sich seit Jahrhunderten mit riesigen Zifferblättern. Turmuhren. Wunderwerke der Mechanik. Alte Handwerkskunst. Da habe ich davor die größte Hochachtung. Und deswegen lässt mich die Faszination von diesen Uhren nicht mehr los. Von Geburt an begleitet die Uhr den Menschen, ruft ihn zur Arbeit, zu Terminen, teilt sein Leben in Stunden, Minuten und Sekunden. Die Geschichte der Zeit ist auch die Geschichte der Herren der Turmuhren. Schwindelfrei müssen die Monteure auf den Kirchtürmen sein. Meine, machen wir die Revisionsklappe auf. Da siehst du mich. Uwe Becker soll heute 4 Zifferblätter und 8 Zeiger abmontieren. Ob's klappt? Schon einmal musste der Termin verschoben werden. Zu viel Wind. Da ist alles wieder so verrostet da, ne? Oder doch, die gehen sogar ruhig. Die gehen sogar runter. Einmal, oh, so eine lange Biester. Fast 50 Jahre war die Kirchturmuhr der schwäbischen Gemeinde Hülben in Ordnung. Jetzt streikt sie. Läuft mal nicht. Schuld ist Feuchtigkeit im Uhrwerk und Rost. Was willst du wegschrauben? Die Schraube, ja? Du musst bloß den Bolzer, die sind da auf dem U. Den Bolzer, den oberen Bolzer, den oben lässt mal drin. Was? Von beiden Seiten wird gearbeitet. Abrutschen darf die große Scheibe nicht. Immerhin wiegt sie fast 200 Kilo. Seltsam jetzt der Blick zur Kirchturmuhr. Die Zeit ist irgendwie geklaut. Okay, manche werden es irritieren, 6 Wochen ohne Uhr. Aber das werden wir überstehen und uns umso mehr freuen dann an den neuen Zifferblättern. Geschafft. Doch 3 Zifferblätter hängen noch oben. Eine Seite ist mit dem Hubkorb kaum zu erreichen. Uwe Becker sieht Probleme auf sich zukommen. Aber wir werden sehen. Zifferblätter und Turmuhren. Hier in der Stadt Calw werden sie in der Turmuhrenfabrik Perrott repariert und restauriert. 1860 wurde der Betrieb gegründet. In der 5. Generation führt nicht, wie vorher üblich, der älteste Sohn die Firma weiter, sondern gleich 3 Söhne. Zum Surfix sind alle 3 Firmeninhaber im Haus. Johannes Perrott, der Zweitälteste, ist für das Kaufmännische zuständig und weltweit unterwegs. Christophs Fachgebiet ist die Elektronik. Und Andreas, der Jüngste, kümmert sich um die mechanische Fertigung und Sonderprojekte. 3 Brüder leiten 1 Firma. Geht das ohne Streit? Wir haben ein Erbe bekommen. Wir wollen das Erbe erhalten. Und wir wollen das Erbe an die nächste Generation weitergeben. Und dem unterwerfen wir uns. Da sind wir 3, haben das gleiche Ziel und auch die gleiche Einstellung. Und dann darf es auch mal Reibungen geben. Also es muss jeder auch mal mit einer anderen Meinung und Idee reinkommen. Das darf auch mal ganz anders sein. Und ob das dann immer das Richtige ist. Es geht nicht darum, Recht zu haben, aber ein rechtes Ziel und eine rechte Entscheidung aus dem ganzen Prozess zu finden. Und da muss es nicht garen, aber es muss reiben. Turmuhren und Läuteanlagen.
seit mehr als 150 Jahren. In der eigenen Schmiede, Schlosserei und Lackierwerkstatt werden traditionell nahezu alle Teile für die Uhren noch von Hand gefertigt. Alte Handwerkstechnik und modernste Technologie unter einem Dach. Die Perrotts beherrschen beides und das hat sich herumgesprochen. Das Traditionsunternehmen spielt auf dem Weltmarkt eine führende Rolle. Die Calver Stadtkirche. Heimat für die Familie Perrott von Anfang an. Um ihre Turmuhr haben sich schon die Vorfahren intensiv gekümmert. 124 Stufen sind es zur Kirchturmspitze. Als Urgroßvater Heinrich Emanuel hier die ersten elektrischen Läutewerke einbaute, rannte er häufig, sogar im Sonntagsanzug, die Treppen hoch. Denn die damals noch schwankenden Spannungen im Stromnetz sorgten, sehr zu seinem Verdruss, ständig für Störungen. Eigentlich heißen die Perrotts Perrot, ein Name, der an ihre französischen Wurzeln erinnert. Sie waren Waldenser, eine protestantische Glaubensgemeinschaft, die um 1700 vertrieben wurde. Der württembergische Herzog Eberhard Ludwig nahm die Flüchtlinge auf und wies ihnen in der Nähe von Calw Land zu. Der Neuanfang war hart. Das Waldenser Museum in Neuhengstedt zeigt, wie ärmlich und einfach die Menschen damals wohnten. Gottesfürchtig und demütig sollte ihre Lebensweise sein. So wollte es ihr Glaube. Die Waldenser, die aus einer Bergregion geflüchtet waren, taten sich schwer mit dem hiesigen Ackerbau. Mit dem Webstuhl versuchten sie, über die Runden zu kommen. . 1835 ist hier der Gründer der Calver Turmuhrenfirma geboren. Johann Emanuel ist das siebte von 13 Kindern, Sohn des Schulmeisters, der für die Kirchturmuhr verantwortlich ist. Familienerzählungen. Der Kerl sollte nach dem 11 Uhr läuten gucken, weil das nicht mehr funktionierte. Er war da oben und nachdem er beim Essen nicht angekommen war, ist dann der Vater hochgegangen und der Sohn, der saß da und hatte die Uhr innerhalb einer Stunde komplett zerlegt und auf dem Dachboden schön verteilt und sortiert und hat ihm erklärt, es sei notwendig, weil die Uhr verschlissen wäre und dringend gerichtet und gewartet werden müsse. Ja, und dann hat sich also der Vater, der Schulmeister, gewundert und ist aber wieder vom Turm verschwunden und hat sich dann in Erwartung der Dinge einfach mal in die Ecke gesetzt. Der Sohn kam dann gegen Abend wieder, die Uhr hat wieder funktioniert, besser denn je zuvor. Alles war in Ordnung und der Kerl war glücklich. Das Talent für große Uhren ist erkannt. Beim besten Turmuhrenbauer in München lernt Johann sein Handwerk, kehrt nach Calw zurück und gründet in diesem Haus seinen eigenen Betrieb. Sein Sohn Heinrich Emanuel Perrott ist ein erfindungsreicher, kreativer Kopf, der moderner arbeiten will als der Vater. In dritter Generation übernimmt Walter Emanuel den Betrieb. Er restauriert nach dem Zweiten Weltkrieg viele Uhren, die Vater und Großvater gebaut haben. Calws berühmtester Sohn, der Schriftsteller Hermann Hesse, absolvierte in der Turmuhrenwerkstatt 1894 ein 15-monatiges Praktikum. In den Straßen von Calw verbringt er die glücklichsten Momente seiner Kindheit und Jugend. Die Eltern arbeiten für die evangelische Basler Mission. Das macht sie zwar weltoffen, aber der Alltag läuft nach sehr strengen pietistischen Regeln ab. Auch für die Kinder. Hermann gilt schon früh als schwierig und seltsam.
Mit 14 flieht er aus dem Internat, dem Kloster Maulbronn, und widersetzt sich dem Wunsch der Eltern, Pfarrer zu werden. Ein Selbstmordversuch missglückt. Er muss sogar für einige Zeit in eine Nervenheilanstalt. Herbert Schnierle-Lutz hat sich viel mit der Jugend von Hesse in Calw beschäftigt. Hesse will Dichter werden. Überraschend dann mit 17 Jahren die Idee, in einer Mechanikerwerkstatt zu arbeiten. Natürlich hatte Hermann Hesse jetzt nicht den Gedanken, auch Ingenieur zu werden, aber offensichtlich begriff er blitzschnell, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um den Eltern und den Calvern zu zeigen, dass ich im ganz normalen, alltäglichen Leben auch was leisten kann. Zwischen Praktikant und Lehrherr entsteht eine ungewöhnliche Beziehung. Nicht jeder Lehrling hat es bei Perrot ganz leicht gehabt. Also der Lehrmeister Heinrich Perrot konnte schon einen Lehrling mal in Senkel stellen oder auch mal einen hinter die Löffel geben. Aber mit Hermann Hesse kam er wirklich gut aus. Ich erkläre mir das ein bisschen so, dass der Heinrich Perrot hatte auch mit Vater-Sohn-Problemen seine einschlägigen Erfahrungen. Beide wollen ihren eigenen Lebensweg gehen. Beide wollen nicht den Vorstellungen des Vaters folgen. Bevor sich Hesse dann doch für eine Buchhändlerlehre entscheidet, ist er mehr als ein Jahr beim Turmuhrenbauer. Zeit, sich innerlich zu festigen. Wenn eine Turmuhr aufgestellt werden sollte, eine mechanische Turmuhr, die ja sehr schwer war, die wurde dann mit der Eisenbahn verschickt. Und dann ist man entweder, wenn man das Geld hatte, mit der Eisenbahn auch gefahren oder eben gewandert. Und da hatte man Zeit, miteinander zu reden. Und das waren schon diese Zeiten, wo eben mein Großvater, aber auch Hesse genutzt hat, in Gespräche zu kommen. Und er hat ihn spüren lassen durch die Gespräche, ich verstehe dich. Es sind Gespräche zustande gekommen, mehr philosophischer Art, die aber genau das innere Gefühl Hesses aufgegriffen haben. Und mein Großvater war in der Lage, hier mitzugehen. Auch ein wenig abstrakt zu denken, aber immer, und das war ganz entscheidend, er wurde als Mensch angenommen. Immer wenn Hermann Hesse nach Calw kam, besuchte er seinen früheren Lehrmeister, den er als Künstlernatur bezeichnete. Dann kamen die nächsten Generationen. Die vierte und fünfte konnte bis 2014 noch zusammenarbeiten. Dann starb der Senior. Er war es, der den legendären Auftrag annahm, die größte Turmuhr der Welt zu bauen. Die Mekka-Uhr. Ein Bauwerk der Superlative. Ein Minutenzeiger, 7 Tonnen schwer und von innen begehbar. 43 Meter Durchmesser haben die Zifferblätter. 4 Uhrwerke, jedes 21 Tonnen schwer, millimetergenau montiert in 426 Metern Höhe. Für alle Muslime ist dies die wichtigste Uhr der Welt. Deshalb wuchs das Zifferblatt in der Planung von ursprünglich 16 Meter Durchmesser auf 43. Da sind wir mal ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Aber wenn man einem Kunden eine Zusage gibt, dann sollte man die ja irgendwo auch halten. Und, der Respekt ist gewachsen mit der Zunahme des Durchmessers des Zifferblattes. Aber wir hatten mit Sicherheit Wochen und Monate, wo wir nicht wussten, wie wir was machen, wie wir es lösen können, was für ein Risiko fahren wir auch für die Firma an sich, was für ein Risiko gehen wir technisch ein. Das war mit Sicherheit das öftere eine Nacht, die wir nicht richtig geschlafen haben. Eigentlich war es Zufall, der Kontakt mit Saudi-Arabien. Der Architekt des saudischen Königs kommt aus Stuttgart. Und dann haben wir die gelben Seiten von Stuttgarter Telefonbuch durchgeguckt, ob es irgendwie Turmuhr-Spezialisten hier in der Gegend gibt, und haben dann in Calw eine Firma Perrot gefunden. Ein Firmenbesuch überzeugte den Architekten vom Können der Turmuhrenbauer aus Calw. Familie und Tradition, das zählt in Saudi-Arabien, schafft Vertrauen und Respekt. Die technischen Schwierigkeiten waren immens. Die Zahnräder für das Uhrwerk mussten aus einer besonders harten Spezialbronze gefertigt werden.
Weitere große Probleme, ein Wind von über 200 Stundenkilometern, den die Zeiger aushalten müssen. Und 400 Blitze im Jahr. Da die Anlage auf über 400 Meter ist, unheimlich viel Elektronik auch in der Höhe eingebaut ist, ist die Gefahr, dass dort dann die Blitze doch sehr schnell einschlagen. Und daher haben wir zum einen das Uhrwerk so gebaut, dass wenn der Blitz einschlägt, dass das Uhrwerk nicht kaputt geht. Also das heißt, wir können über 400.000 Volt können wir über das Uhrwerk ableiten, in das Gebäude rein. Dann haben wir noch Teleskopblitzableiter gebaut, die selbst bei Stromausfall rausfahren, um dann die Blitze dementsprechend ableiten zu können. Die Auftraggeber zufriedenzustellen, das bedeutete immer wieder neue Berechnungen, Konferenzen, Überstunden, Schlafmangel. Ganz klar, ich meine, die weltgrößte Uhr erfordert eben auch Stress bis an die Grenzen. Aber man muss dazu sagen, das Thema war natürlich auch positiv besetzt, weil es natürlich hohes Interesse in uns geweckt hat, eben auch was Tolles zu gestalten und zu machen. Insofern war es in Teilen auch positiv Stress und der Sporn ja allen. Nur Muslime dürfen nach Mekka. Die Perrots aber sind Christen. Wie sollte vor Ort die Montage funktionieren? Doch davon später. Heute ist die Firma mehr denn je Ansprechpartner für ungewöhnliche Aufträge. Wenn jetzt da eine die Zahnräder aufbaut, schon im Originalzustand, dann auch, wie man sieht, man genau, wie die Zähne ineinander greifen. Anfragen für Sondermodelle kommen aus aller Welt. Das hier ist für China. Teilweise lassen wir es ein bisschen kleiner, teilweise ein bisschen größer, dass man einfach gewisse Unterschiede drin haben. Die Länder, die Historie, wie wir in Europa haben, was Uhren betrifft, das sind die zurzeit beim Aufbauen. Das heißt, die wollen auch mehr öffentliche Uhren, die wollen auch die Zeit mehr für die Bevölkerung sichtbar machen. Und daher ist es eher ein Markt, der steigt, zumal auch die Gebäude dort immer größer werden, dort auch relativ viel gebaut wird, sodass wir schon da eine gewisse Zukunftsperspektive auch sehen. Noch liegt der Mechanismus quer am Boden. Der Pendel, wissen Sie schon, wer es vorher heute jetzt reinkommt? Der kann eigentlich nur oberhalb von dem zweitgroßen Zahnrad hinkommen. Okay. So soll es mal aussehen. 7 Meter hoch. Das komplizierte Räderwerk ist als gigantische Weihnachtsdekoration für ein Einkaufszentrum in Hongkong bestellt. Die Monteure sind unter Zeitdruck. Ende August kam der Auftrag, Mitte November soll schon geliefert werden. Deshalb sind die Zahnräder auch aus Holz und werden später nur metallisch lackiert. Stahl- oder Aluminiumräder hätten zu viel Zeit gekostet. Noch fehlt das Zifferblatt mit Zeitanzeige. Hauptsache, es beeindruckt. Ein verwirrendes Spiel von 40 Zahnrädern, die ineinander greifen. Zurück zu den Ursprüngen der Firma. Das Haus und die kleine Werkstatt, in der 1860 der Turmuhrenbau begann, gibt es immer noch. Doris Köppes Vater hatte hier lange Zeit eine Werkstatt für Mechanik. Bei ihm ist Andreas Perrott in die Lehre gegangen. Da gibt es genügend Anekdote hier. Deinem Vater und deiner Mutter haben doch hier einiges erlebt. Wenn wir mal einen Teilfalt gedreht haben, die Drehbänke sind hier am Fenster gestanden, war das eigentlich ganz geschickt. Da haben wir das Teil einfach hier in den Nagel versenkt und hat sich schnell ein neues Material runtergesägt, in der Hoffnung, dass das Schiff gerade nicht da ist. Und dann hat man das erledigt. Aber ich habe unheimlich viel bei deinem Vater gelernt, technisch und auch menschlich, muss ich sagen. Da bin ich sehr dankbar drüber.
Hier in der Nagold, da kamen früher die Friseusinnen vom Friseur Odemar zum Baden. Und es war dann sehr interessant für die Lehrlinge, die hier in der Werkstatt gearbeitet haben. Haben die immer Stuhlauge gekriegt oder was haben die denn gemacht? Sie haben halt ein bisschen vergessen zum Weiterschaffen. Okay. Ja, und wir haben früher in der Mittagspause manchmal den Nachher geschnappt und sind dann hier mit der Bootsanlegestelle immer reingelegt und sind gefahren. Dein Vater hat aber dann immer ganz genau geguckt, dass wir wirklich wieder um 13 Uhr hier sind. Ja. Und wenn wir nur eine Minute zu spät kommen, dann Gnade ihm. Da war er sehr streng, oder? Genau, ja, genau. Wir sind wieder beim Kirchturm in Hülben. Es gibt Schwierigkeiten bei der Demontage des dritten Zifferblattes. Die Scheibe hängt in einem schlechten Winkel für Kran und Hubkorb. Ja, jetzt wart langsam. Hast du es mal? Ja, ich hab's. Meine, jetzt gehst du mal in Deckung da innen drinnen. Kannst du runterfahren? Ja, kannst du runterfahren. Geht's vom Gewicht? In 30 Meter Höhe ein Risiko. Der Kran muss ganz weit ausfahren. Überlastung droht. Runterfahren, da kommen wir sauber gerade nach. An dem da. Das war jetzt gerade wieder spitz vor knapp. Wo müssen wir vorbeifahren? Wo müssen wir vorbeifahren, hat er gesagt. Beim Runterfahren müssen wir. Das war ja gut angebunden, normalerweise passiert nichts. Aber ja, oder es fliegt mein Schlüssel runter. Aber es ist ja abgesperrt. Und wenn ich aber die Leute sehe, wie sie hier durchlaufen, trotz Absperrung, eben sein eigenes Problem. Wenn er was auf den Schädel aufkriegt, ja, ist doch so. Uwe Becker unterwegs zum nächsten Termin. Die Firma Perrott kümmert sich um 3000 Uhren im ganzen Bundesgebiet. Man muss halt alles, wissen. Mechanik, Elektronik, alles, was dazugehört. Dann zum Beispiel das Elektrische machen wir, ohne Elektriker, also komplett Verkabelungen. Also ist vielseitig. Seit 15 Jahren reist er von Turmuhr zu Turmuhr, manchmal auch zu einer Montage ins Ausland. Heute steht bei der Andreaskirche in Dittlingen bei Pforzheim eine ganz normale Wartung auf dem Plan. Uhrenvergleich ist die erste Handlung am neuen Tatort. Da hat die sich schon eine Minute verzettelt. Gelenkigkeit ist in diesem Job von Vorteil. Und fit wird man automatisch. Kirchtürme haben meistens keinen Aufzug. In der Andreaskirche steht die alte, stillgelegte mechanische Uhr noch gut behütet im Uhrenkasten. Prüfen muss Uwe Becker an diesem Räderwerk nichts mehr. Das war früher das Gehwerk mit Pendel. Da hängt, der hängt sogar noch, da ist er noch. Der Pendel ist noch da, also die Uhr ist noch komplett. Dann war es der Viertelstundenschlag. Und Stundenschlag haben sie gehabt. Und das hat man dann im Zuge des Umbaus auf elektronisch umgebaut. Und die bekamen dann Bim-Bam-Schlag mit einem doppelten Hubwerk. Das ist der Viertelstundenschlag, Bim-Bam. Und das wäre dann der Stundenschlag. In fast jedem Kirchturm sind die Uhren oben, aber nicht so wie hier. Unter Verschluss oder im Schrank drin. Oder meistens sind sie abgebaut, liegen in der Ecke. Und schon halbe zusammengedabbert und alles. Und also es tut mir immer richtig leid und von der Seele, wenn ich sowas sehe. Die alten mechanischen Räderwerke faszinieren immer noch. Norbert Schäfer zum Beispiel sammelt Turmuhren. Seit einem Jahr schon restauriert er mit einem Freund eine Rarität, ein Uhrwerk aus Holz, wahrscheinlich um 1750. Gefunden auf einer Müllhalde im rumänischen Siebenbürgen.
irgendwann kommt eine Stelle. Und ich gehe davon aus, dass wir hier noch einmal die Pfeile ansetzen müssen. Ja. So. Und wenn du jetzt. Da ist noch eine Stelle drin. Die Rekonstruktion ist schwierig. Es gibt kaum Beispiele, geschweige denn Pläne einer solchen Uhr. Alles muss mühsam ertüftelt werden. Selbst wenn einige Teile fehlen, ist es schon eine kleine Sensation, so etwas im Museum zu haben. Und jetzt sind wir halt so weit ehrgeizig gewesen und haben gesagt, jetzt rekonstruieren wir, solange, bis wir einigermaßen alle Teile wieder dran haben. Und wenn sie dann noch irgendwann tickt, denke ich, haben wir das Ziel erreicht. Dann wird sie selbstverständlich einen besonderen Platz neben den anderen 25 Turmuhren von Norbert Schäfer finden. Die meisten Räderwerke im Turmuhrenmuseum in Neulußheim hat er selber wieder zusammengesetzt und zum Laufen gebracht. Wann fing der Mensch eigentlich an, den Tag in Stunden zu teilen? Seit wann richten wir unser Leben nach den Zeigern einer Uhr? Die ersten Uhrwerke nach 1200 hatten noch keine Zeiger. Nur das Schlagen der Glocken gab den Ton an. Um ca. 1500 kam dann der erste Zeiger dazu, die sogenannte Einzeigeruhr. Die waren auch nicht so genau, da brauchte man aber auch nicht genaue Zeit. Und erst um 1700 rum kam dann der zweite Zeiger dazu. Und bei der sieht man jetzt schön, dass die Bauweise der von 1280 ähnelt. Und man sieht sehr schön die Bewegung vom Kronrad auf die Spindel zur Waag. Und wenn ich mir dann so ein Uhrwerk anschaue und mir überlege, dass dieses Werk vor vielen hundert Jahren ein Handwerker von Hand gemacht hat, geschmiedet, dann habe ich die größte Hochachtung vor diesen Leuten. Und deswegen wird mich wahrscheinlich die Faszination von den Uhren nicht mehr loslassen. Mit so einer Uhr hat alles angefangen. Damals, als er als 13-jähriger Schüler samstags die Turmuhr von Schwetzingen aufziehen durfte. Für die meisten Menschen des Mittelalters war die genaue Zeit bedeutungslos. Die Tage wurden bestimmt durch den Lauf der Sonne. Mit ihr stand man auf, mit ihr ging man zu Bett. Wie aber misst man die Stunden, wenn keine Sonne scheint? Einen Kerzenwecker erfinden Mönche im frühen Mittelalter. Sie steckten einen Nagel in eine mit Rillen markierte Kerze. Fällt der Nagel heraus, ist es Zeit zu läuten. Auch andere Zeitmesser gab es. Die Redewendung, wir treffen uns heute Abend auf ein Glas, die stammt aus dem Mittelalter. Und jeder denkt dann auf ein Glas Rotwein oder Bier oder sonst was. Das bezog sich aber auf die Sanduhr. Hier habe ich ein Stundenglas. Und wenn wir uns auf dieses Glas trafen, konnten wir uns genau eine Stunde unterhalten. Die Eisenbahn verändert die Welt. Maschinen bestimmen den Takt. Und Städte und Länder rücken durch die Schienennetze zusammen, sind schneller erreichbar. Doch jeder Ort, jedes Ziel hat eine eigene Zeit, die sich von jeher nach dem Stand der Sonne vor Ort richtet. Gemeinsame Fahrpläne zu erstellen, wird zum Problem. So entsteht auf Druck der Bahngesellschaften die Einheitszeit. In Deutschland eingeführt 1893. Da schaut ja jeder hoch, ob der Katholik ist oder evangelisch oder Muslim. Deswegen kann man die Uhr selbst nicht der Religiosität zugeordnen. Und deswegen gehörten diese Uhren zu 90% immer den politischen Gemeinden. Und die müssen sie auch bezahlen. Nur die Glocken gehören den Kirchen.
Uwe Becker bei der Wartung in der Glockenstube in Dietlingen. Ich habe jetzt bloß noch mal nach dem Anschlagpunkt geguckt, ob der noch stimmt. Ob das leider sich nicht gezogen hat von der Länge, aber die sind ja erst mal neu gemacht worden. Ob der noch stimmt hier, der Anschlagpunkt in der Glocke. Nicht, dass es der Klöppel zum Beispiel weiter unten anschlägt. Da würde die Glocke einen Schaden davon tragen irgendwann. Also es muss immer auf der dicksten Stelle, am Schlagring heißt man das, und da in der Mitte. Das ist der Anschlagpunkt. Und das ist gut. Zum Schwingen gebracht werden die Glocken über elektrische Schaltkästen. Alles in Ordnung, keine Reparaturen. Denn dann müsste der Monteur nochmal die Treppen rauf und runter. Er kennt das. Und dann laufen sie nicht bloß einmal, sondern ein paar Mal hoch und runter. Und da kriegen sie, muss ich sagen, Kilometer zusammen. Und das ist halt, wie ich gesagt habe, eine Herausforderung. Jeden Tag was anderes. Und das gefällt mir bei diesem Beruf. Sonst würde ich es jetzt, sagen wir, seit 15 Jahren nicht machen. Es ist manchmal herb, richtig herb. Aber im Winter ist halt ein bisschen kalt. Und im Sommer ist halt ein bisschen warm. Weil wenn Sie eine Kirche haben, wo Schieferdach hat, da ist halt oben richtig bollig warm. Also da haben Sie richtige 40, 50 Grad oben drin. Zurück in der Werkstatt in Calw. Der Chef legt selber Hand an. Kurze Wege, schnelle Entscheidungen und gegenseitiges Vertrauen. Das hat sich im Familienbetrieb bewährt. Fast alle Mitarbeiter, die hier gelernt haben, sind auch geblieben. Arbeiten seit Jahrzehnten im Betrieb. Die Zahlen, die haben alle nummeriert? Die Zahlen haben wir nicht nummeriert, weil alle gleich sind. Mhm. Und wenn wir es nummerieren müssen, nummerieren wir es, wenn sie aufs Zifferblatt raufkommen. Dann wieder neu vergolden. Okay. Und die Minutenzeiger auch? Genau. Okay. Weil wir jetzt eine Information gekriegt wegen der Montage. Wir müssen da wahrscheinlich Ende April montieren. Kein Zifferblatt ist wie das vorherige. Das hat auch Jasmin gereizt, bei Perrott in der Lackiererei anzufangen. Ich habe ja eigentlich als Fahrzeuglackierer einen ganz anderen Ursprung und finde es total spannend hier. Ich habe ein bisschen was Kreatives gebraucht und das habe ich genau hier gefunden. Mal was Individuelleres zu machen, mal was anderes. Und auch das Erlernen alter Techniken. Weil wo lernt man noch das Vergolden heute? Vergoldet wurde früher nicht in der Werkstatt. Da war es zu staubig. Vergoldet wurde in der guten Stube. Die Hausfrau musste den Tisch freiräumen und dann war die ganze Familie beschäftigt, Blattgold aufzulegen und vorsichtig zu polieren. Kein anderes Material ist so glänzend und beständig. Wenn Christoph Perrott mal Zeit hat, dann zieht es ihn in die Werkstatt zum Vergolder. Wie damals, nach der Schule. Das habe ich zum ersten Mal gemacht, so mit knapp 12 Jahren, weil es mich immer interessiert hat. Gold ist faszinierend. Und ich habe dann einfach mal die Zeit. Da war der Maler krank und der zweite Mann, der war da, der hat mir das beigebracht und ja, seither hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Am meisten beeinflusst hat mich, wie das glaube ich so oft ist, mein Großvater. Der Großvater war derjenige, der einen so ein bisschen an der Hand genommen hat, der ihm alles erklärt hat, der gesagt hat, wie es funktioniert und der einen dann auch mitmachen ließ. Das ist immer schön, so mit hineingenommen zu sein und etwas dann bereits von klein auf mit entstehen zu lassen. In Russland, im Nahen Osten und den arabischen Staaten muss es besonders goldig glänzen. Eine gelbe Lackierung ist unter dem Blattgold. Dadurch fällt es nicht so auf, wenn nach Jahren hier und da ein bisschen Gold abgeblättert ist.
Dieses Zifferblatt geht in den Irak, nach Karbala, einer heiligen Stadt. Ein Pilgerort, der zu bestimmten Zeiten Millionen von Gläubigen anzieht. 8 Zifferblätter sind für 2 Minarette geordert. Die Farbe Grün ist neben Weiß diejenige, die am besten nachts und aus großer Ferne zu erkennen ist. Das wurde im Zuge der Mekka-Uhr wissenschaftlich untersucht. Wie weit sind Sie? Ja, ich probiere jetzt gerade den letzten Zeiger zum Testen. Und dann bin ich durch. Okay. Bei LEDs stehen jetzt, machen wir einen geschwinden Deckel drauf. Okay. Haben Sie? Das sehen wir mit der Beleuchtung, wie das aussieht. Sehr gut, das passt auch soweit. Klasse. Okay. Die Irakis hatten den Wunsch, dass an 12 Tagen die Uhr eine andere Beleuchtung hat wie in den restlichen Tagen. Der Grund dafür ist, dass 12 Muslime, die heilig gesprochen sind und dort im Karbala tätig waren, dann den Todestag über die andere Farbe angezeigt wird. Es gibt Tendenzen dahingehend, dass die Uhren heute andere Aufgaben übernehmen wie vielleicht noch vor 50 oder 100 Jahren. Was historische Gebäude betrifft, bleiben die Uhren gleich. Lackierungen, Vergoldungen etc. Wenn die Uhren jetzt an Shopping-Malls oder zu Werbezwecken verwendet werden, hat man oft die beleuchtete Uhren mit LED-Technik mit unterschiedlichen Farben, was dann immer zu dem jeweiligen, zu der Firma oder zu dem Gebäude eben passt. Per Schiff werden die 8 Zifferblätter ihre Reise in den Irak antreten. Natürlich gut verpackt. Ganz vorsichtig. Jetzt darf es ja keinen Kratzer mehr im Gold geben, sonst geht die ganze Prozedur von vorne los. Modernste Regelungs- und Steuerungstechnik. Dazu gehören auch die Glockenspiele, die in Calf zusammengestellt und programmiert werden. Das hier soll in der Pfalz ertönen. 16 Glocken und über 20 Musiktitel. Die Feinabstimmung wird erst vor Ort passieren. Denn im Freien klingen die Glocken wieder ganz anders. Das ist ein Turmuhrwerk heute. Ein Kasten von der Größe eines Schuhkartons, voll mit Elektronik. Die genaue Zeit wird als Funkimpuls zugesendet von der Atomuhr in Braunschweig. Auch die Glocken im Kirchturm werden durch eine elektronische Regelung zum Schwingen gebracht. Jede Läutemaschine wird noch mal genau überprüft, bevor sie die Firma verlässt. So wird die Testglocke häufig zum Schwingen gebracht. Allerdings stumm, ohne Klöppel. Elektronik spielt heute bei Turmuhren eine große Rolle. Auch hier ist die Firma führend. Ein besonderer Service: auf Wunsch des Kunden kann die montierte Uhr später per Internet gesteuert und gewartet werden. Wie hier die astronomische Uhr in Batumi in Georgien. Das komplizierteste Projekt, das die Firma je beschäftigt hat, war natürlich die Mekka-Uhr, die größte der Welt. Als nach mühevoller Planung das Uhrwerk in Calf endlich fertig ist, stellt sich das große Problem, wie in Mekka montieren. Aus solcher Nähe werden die Konstrukteure aus Calf ihre Uhr nie erleben können. Denn nur Muslime dürfen das Terrain betreten und das Allerheiligste, die Kaaba, umrunden. Wenn man dann in einem relativ langen und intensiven Prozess nicht dabei sein kann, wenn die Uhr montiert wird und in Betrieb genommen wird, dann fühlt man sich so etwa wie ein Vater, der bei der Geburt
seines Kindes nicht dabei sein kann. Wohl wissend, dass die Regeln sind, wie sie sind. Wir sie auch akzeptiert haben, selbstverständlich. Aber es hat uns natürlich so dieses Stunde-Null-Erlebnis, das hat uns schon gefehlt. Wir hatten ein gutes Team. Wir haben eine türkische Firma, die wir geschult haben über Monate. Dann haben wir einen marokkanischen Ingenieur eingestellt, der von uns trainiert wurde. Und dann waren wir bei der Montage online. Also wir hatten Webcam, wir hatten ständig Telefonkontakt, wurden mit neuesten Bildern informiert, sodass wir eigentlich halbstundenweise immer ganz genau wussten, wie steht die Montage, wo gibt es Schwierigkeiten. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Auftraggeber aus aller Welt. Hier wird im Testbetrieb ein umgedrehtes Pendel aufgebaut. 16 Meter lang ist die Stange, die sich später aufgerichtet hin und her bewegen soll. Ich hab sie. Peter, hast du die Schraube? Ja. Verrückte Sonderprojekte. Wird da der Kirchturm in der Heimat nicht langweilig? Wir würden das Standardgeschäft in der gleichen Intensität weiterführen. Wir wissen, woher wir kommen und sind uns dessen auch bewusst. Wo ist die schwäbische Bodenständigkeit? Ich glaube, die ist uns zu eigen und wir wissen, dass wir wirklich mit zwei Füßen am Boden stehen. Und egal, welche Projekte das kommen, wir gehen es in aller Gelassenheit jedes Mal an, heben nicht ab und bleiben da, wo wir sind. Können wir nichts weitermachen. Da ist noch die eine Seite zu befestigen, bevor der Bagger den loslässt, weil es sind doch ganz große Gewichte da. Ein Künstler in Los Angeles hat dieses Pendel geordert und ist begeistert, endlich eine Firma gefunden zu haben, die seine Pläne verwirklicht. Das ist das Thema Zeit. Und ein Pendel hat auch immer was mit der Zeit zu tun, das hier aber umfunktioniert wurde, um Kunst am Bau zu realisieren. Wir haben einfach die Möglichkeiten, dass wir unsere Produkte, die wir herstellen, dementsprechend anpassen können auf unterschiedlichste Anforderungen der Kunden. Und deswegen können wir dann auch solche Projekte realisieren. Unsere Firmenphilosophie ist, geht nicht, gibt's nicht. Und das kann man schon sagen, ist das Sahnehäubchen von dem, was wir in unserer täglichen Arbeit haben. Die drei Brüder setzen auch in Zukunft auf die Familie, nicht nur auf die eigene. Wenn es geht, vornehmlich mit Familienunternehmen zusammenarbeite, wo die Geschäftsleitung auch die Familie ist. Ob jetzt das Unternehmen 11.000 Mann hat oder dann bis 5 Mann, das ist egal. Und es hat sich bewährt. Bei einem Familienunternehmen, das ist nun mal so, nicht? Da ist eine Aussage, ist auch eine richtige Wand, also die steht. Und wie gesagt, bei Großunternehmen, die nicht in Familienhand sind, da läuft es durch die Abteilungen und sonst wohin, das interessiert niemand. Seit der Mekka-Uhr traut man den Brüdern Perrott alles zu. Aber alles in schwäbischer Bescheidenheit. Da hat mein Vater den Satz geprägt: Wir sind nicht stolz, wir sind dankbar. Ich denke, das drückt es noch ganz gut aus.